Hallöle, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück. Das haben wir auch schon wieder und weiter geht's. Ja, unsere kleine Baumfarm steht. Ich wollte hier noch mal ein bisschen gucken, ob wir hier noch mal ein bisschen, habe ich keine Schippe, hier noch mal so ein bisschen Platz machen kann, damit einem nicht die Decke hier auf den Kopf fällt. Ich glaube, hier geht's nicht mehr, ne? Da ist schon der Humus, das lassen wir dann weg. Ich wollte hier gerne noch ein klein bisschen was tun, aber vorher machen wir was anderes. 10, ich habe nur 10 davon. Können wir da ein paar mehr haben? Moment, wo gehen die hin? Die gehen auf gelb. Ich mach mal erstmal so. Und werde hier mal einfach dreimal Kohle reinpacken, dass der ein bisschen mehr Druck kriegt und ein bisschen mehr Weed fördert, hoffentlich. Da ich den brauchen werde. Jetzt ist gerade dunkel. Okay, dann mache ich was anderes so lange. Nehmen wir mal hier das Holz raus. Und ein bisschen Gold haben wir noch. Und dann mache ich so. Glas hatten wir da auch noch, siehst du wohl. Und dann machen wir uns ein paar davon. Waren da auch noch Stickies, waren da auch noch drin. Holz, so viel Holz brauchen wir jetzt vielleicht im Moment gar nicht. Ich werde uns mal ein so ein Stack Holz hier lassen. Und sag mal, wieso ist hier eigentlich kein Schalter? Hatte ich hier keinen Schalter dran gemacht? Weißt du was, die Combustion Engine, die packen wir auch erstmal aus der Tasche raus. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Das Ding brauchen wir auch nicht. Die Äpfelchen lassen wir hier. Flaxseed werden wir gleich einlagern. Den Rest werde ich, glaube ich, dann erstmal halten. Also kommt erstmal hier ein Schalter dran, dass die auch läuft. Flaxseed weg, das weg, das weg, das weg. Und den Rest halte ich, wobei ich das Zeug da reinpacken kann. Kam jetzt überhaupt irgendwas raus? Naja, echt nur einer? Ja, noch einer. Naja, gut, lasse ich ihn erstmal ein bisschen laufen und. Haben wir eigentlich, weißt du was, Redstone möchte ich dafür eigentlich gar nicht benutzen, weil sowas kann man ja auch billiger haben. Anstatt jetzt nur Redstone-Fackel zu machen, kann man ja auch immer ganz gut so einen Lever machen. Der hat ja eigentlich eigentlich hat er den gleichen Effekt. Wie so eine Redstone-Fackel. Und dann wollte ich Folgendes machen, damit, wenn hier das Holz gebraucht wird für den für die Maschine, damit das auch ein bisschen zeitnah ankommt, werden wir uns hier eine Goldpipe setzen. Machen wir uns da eben die Fackel hin. Und dann hoffe ich, dass er den jetzt auch annimmt. Oh, nimmt er. So, ah, jetzt leider gerade zu spät, dass der das Ganze schneller schickt. Ne? Goldpipes kennt er. Sobald die befeuert wird von Redstone-Signal, werden solche Items doch gut beschleunigt. Weshalb wir auch an dieser Stelle mal eine Goldpipe setzen werden. Sobald der vorbei ist. So. Ich möchte aber meine Pipe wieder. So, und dann machen wir so und kannst du den so rum. Ich hätte ihn gern so rum. Dann müssten wir mal schauen,
wenn jetzt gerade mal so ein Item kommt, wo ungefähr wir auf der Strecke noch mal ein klein bisschen Druck einbauen, damit die Items ein klein wenig schneller ankommen. Könnte man natürlich auch hier noch sowas setzen. Das ist jetzt nicht ganz so wild. Eigentlich ist das sowieso nicht ganz so wild. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen mehr Druck da drin. Mal sehen, wo der so. Ah, hier könnte man eigentlich mal eine setzen. Ja, kann ich nur da einsetzen, ne? Ein Schalter da drunter. So, ist er wohl. Dann geht's ein Tacken schneller mit den Items. Hier auch noch mal. So. Sollte erstmal reichen, glaube ich. Gut, was haben wir jetzt hier an Weed gesammelt? Nochmal zwei. Nicht so die Welt. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet hier von dir. Können wir hier vielleicht mal so lange. Das ist doch super. So, dann haben wir ein bisschen Weed haben wir. Dann machen wir jetzt Folgendes. Diese. Die Miner müssen wir uns auch noch kümmern. Erst einmal werden wir unsere Schäflein füttern. Du und du und du und du und du und. Habe ich dich getroffen? So, damit die ein klein wenig. Ich wollte dein Ei jetzt nicht. Doch, ich will dein Ei. Ich will alle Eier. Gib mir alle Eier. Nein, ihr bekommt nichts. Nein, nein, ihr braucht gar nicht so zu gucken. Ihr bekommt nichts. Dann gehen wir mal kurz nach Hause. Was habe ich denn jetzt hier? Ne, ist ein bisschen wenig. Wir nehmen uns mal kurz. Oh, wir müssten mal. Könnten wir vielleicht gleich mal hier so zwei Stacks einfach mal pauschal in unseren, in unsere Öfen packen. Einmal da, einmal da. Hähnchen nehmen wir raus. So als Snack für unterwegs. Und dann werden wir uns so ein bisschen Dirt nehmen. Habe ich hier eigentlich. Ach, guck. Das ist doch super. Ich nehme das alles. Ich nehme das erstmal alles mit. Dann können wir uns daraus auch ein bisschen was craften. Cleanstone habe ich, ne? Dann gehen wir jetzt zuerst einmal kurz in den Keller. Weil ich hier letztes Mal ja so ein klein bisschen Mist gemacht habe. So, und das wollte ich hier nämlich. Pass mal auf, ich mach das mal eben. Bin sofort zurück. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Und war ja klar, ne? Ist ja kein Clean Stone. Ist ja an der Stelle Cobblestone, ne? Hahaha, das war sehr witzig. Aber ich weiß mir da gerade zu helfen, glaube ich. Trickst du einfach mal kurz und schon ist das wieder eine vernünftige Wand. Gut. Wir lassen die auch mal kurz laufen, weil wir bald sicherlich wieder Energie brauchen werden.
Da können wir uns hier gleich wieder ein bisschen was erzeugen. Machen wir denn noch? Wobei mir gerade einfällt, ich habe die Folge vor dieser Folge war schon Folge 100. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich hatte letzte Mal, hatte ich so lange aufgenommen und gerendert und gemacht und getan und stell fest, oh, wir sind schon bei Folge 100. Also sind wir jetzt hier schon bei Folge 101. Oh, wow. Und ich muss zugeben, ich habe mir noch nicht mal irgendwas Besonderes für die Folge 100 ausgedacht. Also, bevor ihr irgendwas Besonderes jetzt erwartet, nehme ich euch gleich mal den Wind aus den Segeln. Wir machen erstmal einfach weiter wie gehabt. Ich stecke den Laden hier nicht an oder sonst was. Machen wir vielleicht ein andermal. Wir spielen also einfach erstmal doof ein bisschen weiter und bauen uns ein paar schöne Sachen. Da habe ich mir auch schon wieder was ausgedacht, was wir so als nächstes bauen. Wobei das ist nicht der Atomreaktor. Da sind wir immer noch nicht angekommen. Also so ein Atomreaktor, da muss man ganz ehrlich auch sagen, dafür braucht man eine ganze Menge Material, um den zu machen. Und das Schlimmste an der Sache ist, glaube ich, in den meisten Fällen sogar, wenn man schöne Sachen bauen will, man braucht Kabel. Und um die Sache müssen wir uns jetzt auch mal ein bisschen kümmern, dass wir tatsächlich nachher auch vernünftig Kabel machen können. Und nicht nur Kabel, sondern auch Kabel in verschiedenen Farben. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen auch verschiedenfarbige Schafe, worum wir uns gleich mal kümmern werden. Aber jetzt haben wir gerade noch so das ein oder andere Kinkerlitzchen zu tun, sag ich mal. Es sind halt immer so die kleinen Arbeiten, mit denen man zwischendurch auch mal beschäftigt ist. Da kommen wir halt nicht drum rum. Zum einen wollte ich jetzt. Jetzt habe ich nur noch 64 Dirt, weil ich den ganzen Dirt da in die Löcher gestopft habe. Zum einen wollte ich jetzt mal ein bisschen Humus machen, damit unsere Baumfarm auch weiterlaufen kann. Wobei ich jetzt gerade wieder nicht genau weiß, wie es ging. Na, das war so klar. War das außenrum? Das kommt tatsächlich außenrum, ne? Naja, brauchen wir jetzt nicht nachschauen. Da haben wir 12. Ich weiß gar nicht, wie viel man da jetzt rausbekommen wird. Wir legen einfach mal ein bisschen was dahin. Ich glaube aber, ja, da können wir den ein bisschen mit Humus auffüllen. Dann hat er wenigstens ein bisschen wieder was drin. Ach komm, wir machen einfach noch ein paar. Dann haben wir das erstmal vom Tisch. Weil Dirt haben wir sicherlich genug. Dann hole ich noch ein bisschen Dirt. Und können wir uns hier hinten noch eine Kiste legen. Dann sind wir damit erstmal an der Sonne, wo wir gerade dabei sind. So und so. Und so. Und so. Und so. Und Humus können wir da natürlich nicht reinpacken. Der war wieder schlau. Da war er wieder schlau. So. Noch irgendwo Humus. Shit. Scheiße. Ich bin ein Experte noch. So und so. Nein. Nein. Ey, jetzt reicht aber. Gibt's denn sowas? Jetzt haben wir von dem Zeug noch gut was über. War das nicht geplant?
Da ist doch noch Dirt. Keiner sagt mir was. Und so. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Können wir die mal richtig stecken hier?